Was ist der früheste Moment, an den Sie sich erinnern können? Die Einschulung. Können Sie das beschreiben? Ja, ich bin groß geworden in Schöneberg, an der, heißt der Robert Blum, der, nein, wie hieß der, Robert Blum Schule, ich glaube Robert hieß der, Robert Blum Schule, bin ich sowohl in der Volkshochschule, in der Volksschule eingeschult, als auch später ins Gymnasium, die liegen beide beieinander, in der Kolonnenstraße, Ecke Naumannstraße, bin ich mit 5 Jahren hierher gekommen und bin eingeschult worden. Da kann ich mich dran erinnern. Aber auch nur, dass mein Onkel da war aus Hannover, sonst habe ich kein Bild vor Augen. Ich sehe nur, wie er auf mich gewartet hat, wie ich aus der Schule rauskomme und alle eine Schultüte oder irgendwas hatten und so weiter. Das heißt, da fängt Ihr Gedächtnis eigentlich an, an dem Moment, wo Sie von der Schule rauskommen? Ja. Wo haben Sie da gewohnt? Ein paar Häuser weiter, in der Ecke Naumannstraße. Die Kolonnenstraße, vielleicht kennen Sie sie zufällig. Da geht die Naumannstraße dann von ab. Das ist Eckhaus. Die Nummer weiß ich nicht mehr. Ich glaube 18, aber ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig. Wie haben Sie gewohnt? Mit Ihrer Familie zusammen? Mit der Familie zusammen, mit meiner Mutter, mit meinem Stiefvater, mit meiner Schwester Marianne und ich. Erinnern Sie noch, wie die Wohnung aussah? Teilweise. Können Sie durch die Wohnung durchlaufen? Nee, nein. Ich sehe nur unser Kinderzimmer mit einem Aquarium, mit Fischen da drin. Was hätte man wahrscheinlich noch nicht so häufig war. Das weiß ich nicht. Vielleicht noch das Wohnzimmer, aber da bin ich schon sehr unsicher. Bin ich schon sehr unsicher. Was waren Sie für eine Familie? Was war das für eine Familie? Eine merkwürdige Familie. Ich bin ja ein Kind meiner Mutter, das erste Kind meiner Mutter, von einem anderen Vater, als wir damals zusammen wohnten. Von einem Inder. Die haben eine Nacht lustig miteinander verbracht und dann war ich da. Und wurde erstmal in ein Heim gesteckt, in Hannover. Und als mein Vater, mein Stiefvater, dann mit seiner Familie dann nach Berlin zog, wurde ich dort integriert. Also integrieren versucht. Ich glaube, meine Mutter hat es damit nicht leicht gehabt und mein Vater nicht. Wir haben immer Geldsorgen gehabt. Mein Vater hatte eine kleine Fabrik für Bitumen. Asphalt, was man so vielleicht heute so nennt, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls mit dem Dach zu tun gehabt hat, mit Decken von Häusern. Und der Firma geht es nie gut. Und das stimmt, charakterisierte sehr die Atmosphäre zu Hause. Es fehlte immer Geld und es war alles immer zu wenig. Ja, so in etwa. Das heißt, sie waren eine sehr sparsame Familie, oder? Sie hatten kein Geld. Das heißt, ja, sie haben recht, die lebten sehr sparsam. Wir zogen dann später, nach dem Krieg, in die Nähe des Nollendorfplatzes. Aber da ging es uns auch nicht besser. Aber es wurde ein bisschen mehr, ja, die Familie ist vielleicht ein bisschen gekennzeichnet von mehr Schein als Sein. Ich meine, schog an den Nollendorfplatz, das war was sehr Vornehmes. Ne? Schräg gegenüber war die private japanische Botschaft nach dem Krieg. Und man lebte dort eigentlich so sehr als Großbürger, aber war es ja eigentlich gar nicht. Ja, von dort aus bin ich dann gezogen, um den Bogen zu schließen. Ich bin gezogen nach Spandau ins Waldkrankenhaus. Und habe da eine Lehre angefangen als Krankenpfleger. Da waren Sie dann so 17, 18, oder? Ja. Ich glaube noch nicht, keine ganz 18, das war noch das Problem. Weil man die Einverständnis der Eltern brauchte. Aber da bin ich aus Protest aus der Familie rausgezogen. Meine Eltern sind dann auch aus Nollendorfplatz weggezogen nach Friedenau. Da habe ich sie das letzte Mal gesehen.
Ja, die Familie war immer spannungsreich, sehr spannungsreich. Das Einzige, wo ich mich wirklich ganz deutlich erinnere, waren die Fliegerangriffe auf Berlin. Das Haus wurde dann praktisch, wie soll ich sagen, zerstört wurde es eigentlich nicht, sondern es wurde die Funktion mit Wasser und Gas und Elektrizität fiel ja alles weg. Und ich zog mit meiner Schwester Marianne durch die Naumannstraße mit den kaputten Häusern dort, die man heute fast gar nicht mehr sieht, welche eigentlich zerstört war und welche nicht. Das war praktisch ohne Narben ist das hinter mir, obwohl es also aus meiner Erinnerung ganz dramatisch war. Da sah ich auch die erste Leiche. Oder wir sahen dann die ersten Leichen. Und als er nach Hause kam, kriegt man eins links und rechts gescheuert. Wir hätten doch nicht die Wohnung verlassen dürfen, uns auf die Straße neugierig zu begeben. Halte ich für ein ganz wichtiges Motiv. Was ist da? Wie sieht so eine Leiche aus? Was ist der Tod und so? Das sind so kleine Anfänge. Oder eine Frau in unserem Haus, die bei meiner Mutter, glaube ich, eine große Rolle spielte, die kriegte eine Fehlgeburt während eines Luftkriegs, an Luftkriegsangriff. Ja, mehr kann ich mich eigentlich nicht entsinnen. Meine Eltern sind dann immer mit uns noch gezogen nach Velten und dann nach Lenitz, in der Nähe von Oranienburg. Und wir haben eigentlich immer, so geht es mir durch den Kopf, es ist eigentlich immer ein Flüchten gewesen. Das Fluchtmotiv spielt eine große Rolle in verschiedensten Etagen. Ja, fragen Sie mal weiter. Das ist so ganz grob skizziert. Sie sagen, es war der Anfang für etwas, dieses Betrachten einer Leiche oder irgendwie dieses. Ja, das ist natürlich das Geheimnis des Sterbens kommt hoch. Ich frage mich, ob das nicht bei Kindern immer viel stärker ist, als wir es bisher überhaupt meinen. Also wenn sie auf Kindheit abheben, reflektiere ich auch heute noch, dass das ganz wichtig war. Der Alarm kam, wir gingen ab in den Keller und was es alles damals gab. Dann kam der Entlarm, oder ich weiß nicht, so ähnlich nennt man das, glaube ich. Die Entwarnung hieß es, die Entwarnung. Und dann kam man aus dem Keller raus und dann ging die Bombardierung eigentlich erst richtig los. Die Alliierten haben selbst das übernommen, die Entwarnung. Ja, das werden Ihnen andere auch erzählen. Und wenn die Leute aus dem Keller raus waren oder wo auch immer sie sich versteckt hielten, dann ging es richtig los mit denen. Und im Zuge dieser habe ich eine Frau auch erlebt, wie sie einen Abortus bekam. Und das steht heute noch eine große Rolle bei mir. Nachdenken über den Tod, das Sterben in einem Krieg. Meine Eltern sind dann, weil meine Mutter glaubte, fälschlicherweise glaubte, dass die Alliierten nach Mecklenburg kamen, zog sie mit uns Kindern nach Mecklenburg. Und da taucht das gleiche Thema wieder auf. Wir sind dann wieder von Mecklenburg zurück nach Berlin, mehr oder weniger gelaufen, mit Zwischenteil, Station gelaufen. Und was man da so auf den Straßen der Leute, das ist nicht richtig. Was man da so auf den Straßen erlebte, gehört unmittelbar zu diesem Thema. Alte Leute, die gebrechlich waren und so weiter. Insofern, ich erzähle das deshalb, weil ich glaube, ein ganz wichtiges Motiv meines Lebens jedenfalls ist, meiner Kindheit, sieht bei Benjamin anders aus, die Krankenpflege. Station jüdische Gemeinde, also jüdisches Krankenhaus und dann Studium der politischen Wissenschaft. Aber aus der Kindheit richtig, ich glaube, das ist für meine Generation, ich weiß es nicht, da wissen Sie wahrscheinlich wesentlich mehr als ich,
meiner Generation sehr stark gewesen, dieses Erleben des durch die dauernden Bombenangriffe und die damit verbundene dauernde Wechsel der Wohnung. Bei mir kam noch doch dazu, dass ich schon in Hannover das Thema aufkam, ich bin ein Jude. Und wo kommt der Zwatter eigentlich her? Und das spielte alles schon eine gewisse, so mehr unterschwellige, unbewusste Rolle. Meine Mutter beim Abwehrkampf. Aber den Mut hat sie auch nicht gehabt zu sagen, ja, das stimmt. Sondern entwickelte Märchen, wer mein Vater ist. Und das gehört, glaube ich, sehr eng zusammen, diese Erfahrung, keinen eigenen Vater zu haben, sondern diesen Mann, den ich nie ganz akzeptieren konnte, zusammen mit dem Krieg. Und daraus ist alles das geworden, was ich dann mehr, das sehe ich aber erst heute, ich bin jetzt 84, ich sehe erst heute diese Zusammenhänge, habe die damals natürlich nicht gesehen. Wir sind dann, nachdem wir in Mecklenburg waren, nach Schöneberg wieder zurück über verschiedene Umwege. Die machen spielen jetzt keine große Rolle, glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Und dann fing das Leben in Berlin wieder an von vorne. Mit all dem, was damit verbunden war. Dass wir nach Nollendorfplatz zogen und so weiter und so fort. Next question. Wie würden Sie sich als Kind beschreiben? Was waren Sie für ein Kind? Schwieriges Kind. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie auf der Straße spielen und da sind dann so ältere Frauen. Ach, ist das Kind lieb? Ist das süß? Ich sah wohl als Kind relativ hübsch aus. Der Swatte, wie es eben im Hannoverschen heißt. Wo kommt der her? Da fängt mit ihrem Leben eigentlich schon sowas wie Geheimnis zusammen. Sodass meine späteren Fragen, die mich dann auch zum Buddhismus gebracht haben, natürlich immer wieder war, was ist dieser Mensch eigentlich? Wer ist dieser Mensch? Taucht das Wort wer auf? Wer ist der Mensch? Das war meine Frage, wer bin ich eigentlich? Meine Mutter hatte auch noch diese unglaubliche Begabung, Verschiedenes zu erzählen. Einmal war ich das Kind eines südfranzösischen verrückten Typens, in London kennengelernt hatte. Dann war ich wieder mehr nach Italien gerückt, aber ganz relativ wenig. Aber die Wahrheit ist wohl bis heute, dass mein Vater ein Inder ist. Und damit stellte sich natürlich die Frage, dass die Nazis kamen ja und fragten, wer ist dieser Junge in Berlin nachher? Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die Nazis haben jetzt zu Beginn wenigstens die Vorstellung gehabt, die Inder, das ist was ganz Besonderes. Das ist eine arische Rasse. Und haben deshalb die Inder in einem Abtransport nach Auschwitz oder wo auch immer hin nicht vollzogen. Das wurde später anders. Das spielt in der Kindheit alles natürlich eine unglaubliche Rolle. So etwas wie eine Rolle in der Selbstinterpretation. Und ja, ich überlege gerade eben an sich auch im Feld zu den anderen Kindern, spielte das keine Rolle. Es spielte eigentlich nur eine Rolle mit den Erwachsenen. Dass die wissen wollte, wer man ist. Diese Wehrfrage, um es mal philosophisch auszudrücken, die trägt sich dann durch. Immer wieder aufs Neue. Im Buddhismus, beziehungsweise in der buddhistischen Zen-Lehre, ist es dieses Wer bin ich eine Fundamentalfrage. Insofern ist die Kindheit schon unheimlich wichtig, nicht? Aber man weiß natürlich immer zu wenig von der eigenen Kindheit und verdrängt auch vieles und sieht vielleicht auch manches ganz falsch und so weiter. Aber es spielt eine große Rolle, nicht? In der Bestimmung, bis in ein Alter rein, dass sie im Alter
dieses Altwerden auch damit verbinden. Was heißt das eigentlich? Wer bin ich? Wer stirbt hier eigentlich? Ganz wichtige Frage bei einem Zen-Denken. Es kommt aber alles sehr relativ später. Jedenfalls, ich bin Schöneberger und bin dann aber durch die verschiedenen Berufe und immer in einem anderen Bezirk gewesen. Bis auf, es gibt einige Bezirke, die ich noch nie gesehen habe. Und Kindheitserinnerungen spielen natürlich eine große Rolle. Auch wenn man eigene Kinder hat, tauchen diese Kindheitserinnerungen wieder hoch. Die wohnen weitgehend in München. Jetzt, man fragt sich natürlich, wie wohnen die und wie habe ich gewohnt oder wie haben wir damals gewohnt. Insofern gehört das schon zusammen. Welche Rolle hatten Sie in Ihrer Familie? Welche, Rolle? Mhm. Das ist interessant. Ich glaube, gerade in der letzten Nacht habe ich einen Traum gehabt, da ging mir das wieder durch den Kopf, dass ich eigentlich der permanente Versager bin. Auch der Traum von der letzten Nacht war auch wieder der permanente, das taucht immer wieder auf. Ich stehe vor irgendeiner Prüfung und habe überhaupt nichts gelernt. Und falle natürlich durch und alle lachen und sind froh darüber, dass dieser Idiot wieder mal gezeigt hat, wer er eigentlich ist. Ja, das spielt schon eine große Rolle. Und es war dann in der Tat auch so, es war unheimlich schwierig. Meine Noten waren furchtbar, es hat gar keinen Zweck darüber zu reden, die waren furchtbar. So dass die Eltern natürlich nun ihrerseits wieder vor der Frage stellen, was machen wir. Vor allem, das ging bis hin zum Examen, dass ich, als die Professoren, die ich alle gut kannte und die mich gut kannten, die da am Tisch saßen, mein Gehirn hat nicht gearbeitet. War weg. Blackbox. Zu meinem eigenen Erstaunen. Wenn ich nicht einen Professor gehabt hätte, der mich sehr schätzte, dann wäre ich durchgefallen. Der hat mich durchgezogen. Und so eigentlich in der Prüfungs... Ja, das ist vielleicht die richtige Kategorie. Immer unter Bedingungen der Prüfung versage ich vollkommen. Und das hat sicher mit diesen suggestiven oder unterbewussten Strukturen meines Elternhauses, meiner Kindheit zu tun. Wer bist du? Und ich finde keine Antwort. So in etwa müsste man sich das vorstellen. Wurden Sie von zu Hause in dem Sinne auch geprüft? Oder standen Sie auf dem Prüfstand als Kind? Ja klar, nicht. Der kam schon wieder nach Hause, hatte schon wieder fünf in Mathematik vor allem. Insofern so witzig, dass ich später dann ein Buch über Heisenberg geschrieben habe, nicht? Aber ich musste mich davon befreien. Ganz mühsamer Weg. Das Examen kam in der Krankenpflege, auch da habe ich nur eine 3 gemacht. Weil sobald da jemand steht, der mit starren Augen, das ist mein Stiefvater, mit starren Augen und du bring mal was, produzier mal was, dann bin ich ein absoluter Versager. Dementsprechend hatten Sie eher ein distanziertes Verhältnis zu Ihren Eltern. Nein, vollkommen. Ich bin dann mit Protest ausgezogen. Es zog sich hin, will jetzt nicht im Einzelnen erzählen, einzelnen Stationen. Aber als ich dann heiratete, ich war dann schon verheiratet in der ersten Ehe. Und ging mit meiner damaligen Frau, der Ingrid, zur Konfirmation meiner Schwester. Da sprachen diese Herrschaften von der Hempelschen Richtung, also von meinem Stiefvater, völlig antisemitisch daher. Das war insofern auch eine Unverschämtheit, als sie wussten, dass ich im jüdischen Krankenhaus tätig bin. Und das war der Anlass, dass ich ausgezogen bin, beziehungsweise schon ausgezogen war. Das heißt, denn ich war ja schon im jüdischen Krankenhaus, also. Nur ich bin nicht mehr hingegangen. Da spielt mein Großvater eine große Rolle. Ich glaube sogar, dass in meinem Leben mein Großvater eine große Rolle spielt. Durch was weiß ich eigentlich nicht so genau, aber er ist sehr nah. Deshalb mein erstes Buch habe ich auch meinem Großvater gewidmet.
Und der hat einen wichtigen Satz gesagt. Junge, geh deinen Weg alleine. Also löse dich und stehe auf eigenen Beinen. Und das verdanke ich ihm eigentlich. Und das ist jeden Rat, den ich auch meinen Schülern hier in der Yogaschule gebe. Geh deinen Weg. Mach dich nicht abhängig von irgendwas, was eine Fiktion des Tages ist und morgen schon wieder vergessen. Ja, das so in etwa. Das heißt, Ihr Großvater war innerhalb der Familie die einzig positive Figur? Das positiv, heißt, unglaublich positiv. Er war Bildhauer und Steinbildhauer auch. Und weiß ich eigentlich nicht so genau, obwohl ich immer die Werkstatt von ihm in Hannover immer als Holz habe, den Holzgeruch in der Nase. Er war aber Steinbildhauer. Wahrscheinlich beides, ich kann es nicht genau sagen. Ein unheimlich lieber Mensch. Ja, vielleicht ist er mit, der mich gerettet hat. Denn man kann natürlich bei so einer Biografie zugrunde gehen. Kann man. Sehr wichtig ist noch bei damals, weil sie rekurrieren auf die Kindheit, dieses Geschehen, wir kommen aus dem Keller raus und die Alliierten fangen wieder an zu bomben oder wer die Briten, ich weiß es nicht wer, ich weiß überhaupt nicht, wer Berlin gebombt hat, müssen wir mal bei Gelegenheit raussuchen. Und eine Frau kriegt einen Abortus, ich sagte es vorhin schon, das hat mich unheimlich getroffen. Ja, das erinnere ich eigentlich immer wieder. Dieses Rätselhafte, wenn die Leute sich nun auf die Frau Kohlhagen, ist auch komisch, dass ich mir den Namen gemerkt habe, stürzte. Und ich wusste nicht, was ist es eigentlich? Was machen die eigentlich? Das ist vielleicht für die Kindheit unheimlich wichtig. Was machen die eigentlich, die Menschen um mich herum? Und was haben die mit mir vor und wo geht's hin und so weiter? Ja. Im jüdischen Krankenhaus kam ich da, aber das interessiert sie dann schon nicht mehr so, weil es ist ja die Kindheit nicht mehr, das ist nicht mehr meine Kindheit, sondern da bin ich erwachsen als Krankenpfleger. Im jüdischen Krankenhaus, wo ich dann konfrontiert mit den wirklichen Fragen im Zusammenhang mit dem jüdischen Krankenhaus. Das war ja eines der letzten Städte der Juden, wo sie sich noch verstecken konnten gewissermaßen. Ja, da setze ich das dann fort. Next question. Waren Sie eher ein Beobachter in Ihrer Kindheit? Beobachten. Ja, also was Sie beschreiben, als ob Sie das in der Beobachtenperspektive waren. Ja. Ist auch interessant, dass Sie das, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt. Man wird zum Beobachter, ja. Das stimmt. Und zum sehr wachen Beobachter. Weil sie ja etwas in der Kindheit erleben, was ihn bis hin in den Knochen erschüttern kann. Das ist dieses, auch nicht, ich habe vorhin gesagt, die Wehrfrage und jetzt kommt noch, was ist das eigentlich? In welcher mich heute auch, in meinem Alter heute, beschäftige mich am sichsten die meiste Frage, die ich als Kind schon gestellt habe, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Und ich bin ständig dabei, eigentlich das zu rekapitulieren. Das ist ganz merkwürdig. Ärgert mich manchmal. Ich habe jetzt ist festgestellt worden, dass ich Parkinson wahrscheinlich habe. Also die ersten Anfänge von Parkinson. Ich zitter zwar noch nicht, aber manchmal ist es schon soweit. Wieder die Frage, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Was soll dieser ganze Klamauk hier? Und das verunsichert sie natürlich. Sie gehen dann nicht sicher durch die Straße, sondern sind ständig verunsichert durch die Fahrt. Das ist etwas, was glaube ich, Buddha sehr auch herausgefordert hat. In welcher Welt lebe ich eigentlich? Und was ist diese Welt? Was hält sie im Innersten zusammen oder auch nicht? Wir haben ja heute mehr die Vorstellung, es hält sie nicht zusammen. Ich glaube, auch in der Politologie habe ich dann dadurch, ja, in der Politologie wollte ich eigentlich erst eben eine Antwort finden auf diese Antisemitismusfrage, nicht? Alles, was damit zusammenhängt. Aber ich habe dann Außenpolitik gemacht.
Und mir ist das im Postfestum ja eigentlich klar, warum. Weil ich natürlich die Außenpolitik immer wieder die Frage stellt sich ihnen einfach, was ist diese Welt, in der wir leben? Welchen Machtstrukturen reproduziert sich diese Welt und so weiter? Well, fragen Sie noch mal nach, dann fällt mir vielleicht noch was ein. Ich gehe mal kurz mal einen kleinen Umweg. Mit was haben Sie sich beschäftigt als Kind? Haben Sie, wenn Sie nicht mit den anderen Menschen zusammen waren? Ja. Kann ich Ihnen ganz schwer sagen. Im Waisenhaus musste ich ja mich erstmal mit meiner Umwelt wahrscheinlich, da habe ich noch ein paar Erinnerungsbilder vor Augen, aber auch nicht viel. Da bin ich mir noch nicht ganz klar, ob die Schwestern, die uns damals betreuten, uns missbraucht haben, da bin ich mir nicht ganz klar. Ich will da auch kein Vorurteil mir selbst einreden vielleicht, aber es sind so komische Bilder da, nachdem diese die Debatte bei uns hier auch in dem Land ja aufgeschaut, ich weiß was das. Es war im katholischen Waisenhaus, war das. Aber ich wurde immer sehr geliebt von den Schwestern, weil der Swatte, dieser hübsche Junge. Aber mehr will ich auch nicht sagen. Also ich will da nichts hineingeheimnissen, was nicht so, was für möglicherweise überhaupt nicht so war. Das heißt, die waren in Hannover teilweise im Waisenhaus, oder? Erst in Hannover im Waisenhaus. Und meine Familie, also da spielt, die haben recht, mein Großvater spielt da eine große Rolle, mich da rauszuholen. Die haben mich dann zu sich genommen. Da war eine Tante mit einem Onkel und so weiter. Ja, ich glaube, das hängt sehr stark zusammen, dass man dann anfängt, auch im jüdischen Krankenhaus, es war spannend, ich wusste da, meine Eltern waren eigentlich unpolitisch, obwohl mir nicht ganz klar ist, was mein Stiefvater eigentlich während der Zeit gemacht hat. Er war im Göring-Ministerium. Merkwürdige Bilder sind da noch da, aber ich weiß nicht, ob was davon richtig ist und was davon falsch ist. Man muss ja schwer aufpassen, dass man sich nicht was einbildet, was gar nicht gewesen ist. Wenn man sich was Zusammenhänge erstellen wollen und so weiter. Herstellen wollen. Man produziert ja aus der Fantasie oft Dinge, die gar nicht stimmen nachher, wenn man sie überprüft. Deshalb erzähle ich Ihnen nur was, was man überprüfen kann. Es gibt viele Bereiche, weiß ich auch nicht, Aber dieser Zusammenhang, der ist wichtig, dieses Betroffensein, diese Bombardierung. Und dann der Weg von Mecklenburg wieder nach Berlin zurück, das ist natürlich auch sehr wichtig. Menschen auf den Güterwagen und so weiter, die wieder zum Westen wollten, nicht vom Osten durch Westen wollen. Ja. Das heißt, Sie waren in der Konstellation zu Hause als Stiefbruder der Älteste? Ich war der Älteste, ja. Dann kam noch Marianne, die ist, glaube ich, 7 Jahre jünger, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau. Und da gab es noch einen Bruder Horst und der ist in Mecklenburg gestorben. Ja, der ist in Mecklenburg gestorben. Ich rückte aber nicht an seine Stelle oder er rückte nicht an meine Stelle. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht. Ne? Marianne und Sie haben ein gutes Verhältnis gehabt, oder? In der Kindheit, ich kann mich an nichts wirklich erinnern. Wir haben heute auch kein besseres Verhältnis. Wir sehen uns und guten Tag und ohne jede Probleme. Aber nichts Besonderes. Haben Sie viel gelesen? Hm? Haben Sie viel gelesen? Von Anfang an. Ich sehe mich eigentlich immer im Bett liegen und lesen. So wie heute. Welche Lektüre hat Sie geprägt? Weiß ich nicht. Ich sehe mich lesen, aber ich glaube, da war ich dann schon so 14 oder 15. Weiß es aber nicht genau. Ich weiß Kriminalromane und habe mir geschworen, ich lese keinen mehr, weil ich nicht mehr einschlafen konnte. Und so Abenteuerromane und sowas, wo es so sehr mystisch zuging. Aber das Lesen ist eigentlich immer geblieben. Ich habe mir die Welt aus dem Buch erlesen, das muss man so sagen. Auch während meines Studiums, ich bin eigentlich immer ein lesender Typ gewesen.
Deshalb die Wohnung ist auch voll mit Zeug. Ich habe den Faden verloren. Was haben Sie denn studiert? Kulturwissenschaften. Kulturwissenschaften. Und ich habe. An der Freien Universität, oder? Auch, also nee, ich habe häufigere Uniwechsel hinter mir. Ich habe in Potsdam angefangen mit Geschichte, war dann an der Humboldt-Universität für Kulturwissenschaften, dann in Frankfurt-Oder, an der Viadrina, war dann nochmal kurz in der Nähe von Hannover, in Hildesheim und in Hannover und habe da Musik studiert parallel. Mhm. War dann im Ausland. Ist ja komisch, dass Sie auch gesagt haben, nach Hannover gerade in Beziehung kam, ja. Ich bin einfach, ich war sehr unruhig sehr lange, bin es eigentlich immer noch, aber darum habe ich... Ist doch gut. Mhm. Ja. Wenn Sie nicht mehr unruhig sind. Hatten Sie einen eigenen Raum in der Wohnung oder einen eigenen? Ja, was ich immer gehasst habe. Denn wenn Peter nur gestört hat, dann wurde immer der Satz gesagt, verschwinde in deinem Zimmer, mach Schularbeiten oder was. Ich habe diesen Raum richtig zum Teil gehasst. Das habe ich in den 68er Bewegung, dieser Befreiung aus diesen Wohnverhältnissen auch für wichtig gehalten habe. Weil das ist ja sehr prägend ist, wenn sie einfach das Kind immer in ein Zimmer stecken und sagen, so, aber da spielt eine große Rolle, dass ich weiß ja mal nicht, wie alt ich war, dass in dem Zimmer, ich sehe das Zimmer noch vor mir am Nollendorfplatz, da nicht mehr Schöneberg, und hörte ein wunderbares Stück im Radio, Till Eulenspiegels lustige Streiche von Strauss. Und seitdem existiert eigentlich meine Liebe überhaupt nicht zuletzt zu Strauss, aber überhaupt zur Musik. Tanz, solche Sachen. Aber ich weiß, ich höre mich noch unter, oder wie heißt das Stück von Strauss über den Tod? Mir fällt jetzt der Titel nicht ein. Es geht um den Tod. Muss ich ihn nachliefern, muss ich warten, bis das kommt. Tod und Verklärung. Mhm. Ja. Ein wunderschönes Stück. Aber es ist ja interessant, dass Sie den eigenen Raum hatten, den aber eigentlich als Ihre Zelle empfunden haben. Ja, und für meine Mutter, beziehungsweise meinen Stiefvater, dass er zu verschwinden hat. Das gehört auch vielleicht zur Kindheit. Meine Mutter und mein Vater haben eigentlich immer nur über das Geschäft gesprochen. Meine Mutter war auch da tätig und die Kinder mussten weggesteckt werden oder irgendwie beschäftigt werden. Und in diesem Zusammenhang spielt es auch eine große Rolle. Geh mal in dein Zimmer. Vater und ich haben was miteinander zu besprechen. Auch wichtig. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch das Lesen, nicht? Dann konnte eines Tages blieb ich freiwillig darin, weil ich Dostojewski gelesen habe. Kennen Sie ja, Tod und Sühne. Mhm. Wunderbares Buch. Ja, das, aber ich kann da nicht angeben, wann, wie alt ich da war. Das weiß ich schlichtweg nicht. Aber sehr prägend gewesen, dieses geh mal, verschwinde mal. Wären Sie gern Teil von Gesellschaft gewesen? Teil, naja, zumindest einer spannungsfreien oder spannungsfreieren, sage ich mal besser, vorsichtig, spannungsfreieren Atmosphäre. Nicht? Die Atmosphäre war irgendwie immer hysterisch noch. Was ich ja subjektiv verstehe. Ja, subjektiv wirklich verstehe. Als dann raus war, dass ich nicht das Abitur mache, das waren meine Eltern auf der anderen Seite auch wieder froh, dass er das hat. Und ich dann in die Fabrik meines Vaters gesteckt. Aber das hat mit der Jugend dann schon kaum mehr was zu tun. Aber das war wahrscheinlich überhaupt die Grenzlinie des Erwachsenwerdenmüssens. Das war eine furchtbare Zeit in Schobanau.
sodass ich dann auf die Idee kam, ich muss hier aus dieser Wohnung raus, und auch dieser Satz von meinem Großvater, und ich dann auf Suche ging nach einer Krankenpflegeausbildung. War in verschiedenen Krankenhäusern, habe mich vorgestellt, und das Waldkrankenhaus nahm mich sofort. Ist das der Moment, wo Sie sagen würden, da hat Ihre Kindheit aufgehört? Ich glaube ja. Ich sage dauernd, ich weiß es nicht, es sind ja alles Vermutungen, nicht? Da war ich, ja, da zog ich, habe ich vom Schrank den Koffer genommen und gepackt und bin gezogen. Und wollte eigentlich ganz klammheimlich, dass die Eltern das weiter gar nicht, denn die hätten alles Mögliche in Bewegung gesetzt wahrscheinlich. Aber da passierte etwas sehr Glückliches. Ich war, glaube ich, noch keine 17 oder 18. Er hat das Krankenhaus bei meinen Eltern angerufen und hat gesagt, ihr Sohn hat sich hier beworben, haben Sie was dagegen, das. Die waren so vertattert, dass sie sagten, ja, können Sie nichts zu sagen. Und deshalb wussten sie es, denn das wusste ich aber nicht, dass sie da anrufen. Und so da auf diese Weise bin ich rausgekommen. Denn die Eltern litten ja unter dem Widerspruch. Bis heute, also mein Vater ist tot und meine Mutter auch jetzt, aber meine Schwester hat das Erbe übernommen, immer mehr sein zu wollen, also mehr Schein als Sein. Das war eigentlich immer das Grundthema. Meine Mutter immer angab, was sie doch für eine tolle Frau ist, da war sie stockverlogen. Und hinderte mich eher daran, so zu entwickeln, wie ich war. Da kann ich viele Beispiele ziehen. Aber ich weiß nicht, ob das noch zur Jugend gehört, vielleicht. Weiß es nicht. Abgrenzen. Wie hat Benjamin eigentlich da abgegrenzte? Benjamin grenzt sehr früh, aber sehr, sehr früh. Ja. Seine Erinnerungen sind wirklich unmittelbare Kindererinnerungen. Mhm. Ich meine, er reflektiert sie natürlich aus dem Blick eines Erwachsenen. Mhm. Aber ich glaube, bei ihm hört das spätestens mit 12 auf, die Erinnerungen, die er beschreibt. Das ist sehr früh. Muss man mal rüber nachdenken. Weiß ich nicht. Aber wird auch in den Interviews sehr verschieden gesetzt. Also ich habe auch manche Leute, die erst Mitte 30 oder Mitte 40 sagen, da hat ihre Kindheit irgendwie aufgehört. Da sind die Maßstäbe einfach sehr verschieden. Ja, da war ich von der Krankenpflege bin ich sehr schnell erwachsen geworden. Sehr schnell. Eigentlich mit dem Satz von meinem Großvater. Aber dann eben wirklich real, materiell angefüllt mit einfach jetzt den Urin von Kranken raustragen oder den Hintern putzen. Und wenn ich wiedergeboren werde, würde ich gerne auch im ersten wieder eine Krankenpflegeausbildung machen. Das wäre eine ganz tolle Sache. Man lernt das Leben wirklich von den Wurzeln her kennen. Mit all den Menschen, die man trifft und mit ihrem Leiden und Sieg und Niederlage ihres Lebens. Ja. Okay. Als Sie von zu Hause ausgezogen sind, haben Sie dann erst alleine gewohnt, oder? Im Krankenhaus ist eine Wohnung, die wieder mit verbunden. Im Erdgeschoss waren die vorhin, wo alle Krankenpflegerinnen, und die hatten ein eigenes Haus, die Mädchen und die Jungs, die Krankenpfleger. Die hatten in der jeweiligen Station, war unten noch ein Keller, und da wohnte man drin. Ob das so glücklich war, weiß ich nicht, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich glaube auch, wann das genau war, weiß ich nicht. Es wird behauptet, halte ich für sehr wahrscheinlich, dass eines dieser Bombenangriffe mich zum Stottern gebracht hat. Ich stotter ja ein bisschen, nicht? Es war eine Zeit lang als Kind ganz stark, das Stottern, dass ich gar nichts rausbekam. Und das kehrt wieder. Ein wiederkehrendes, jetzt nochmal von dem, was Sie schon jetzt wissen von mir. Aber dass es sich gleichsam somatisch niederschlug. Dieses Stehen und keine Antwort wissen. Kopf absolut leer. Und dann stottert man und fängt was herauszukrampfen an. Nicht? Ich habe so eine Yogin, die eine unglaublich gut Yoga macht. Aber die hat ein großes Problem. Sie kann nichts artikulieren. Die macht immer so diese Bewegung. So,
Also wenn es an existenzielle Fragen geht, das ist genau entspricht meinem Stottern. Ich denke jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, denke ich dran. Das ist das der andere Teil der Geschichte. Und da wird behauptet, das kann ich nicht beurteilen, das sei während eines solchen Bombenangriffs passiert. So, dass ich dann in eine Sonderschule kam, das gehört noch zur Kindheit, nicht? Ja, Sonderschule kam, Onkel Toms Hütte, ja. Aber ich weiß nicht, immer wenn wir da spazieren gehen, ich kann mich nicht erinnern, wo in welchem Haus das war. In dieser SS-Siedlung, wissen Sie, da in Oskar, Lena. Ja. Mhm. Und in einem dieser Häuser war das. Und das war befreiend, unheimlich befreiend. Eine ganz großartige Therapeutin, aus meiner heutigen Sicht gewesen, großartige Therapeutin, mit nur zwei oder drei Kindern zum Unterricht, das Sprechen gelernt. Aber natürlich immer die Angst des Versagens, nicht? Und das heißt, es ist eigentlich bis heute nicht gelöst, nicht? Jetzt, wo ich solche Ihnen antworte, stotter ich ja eigentlich auch, ne? Das ist ganz, ganz, da muss man drauf achten, ne? Ich stotter sonst überhaupt nicht. Wenn es an sehr persönliche Sachen ging, dann fange ich an zu stottern. Oder wenn ich jetzt gefordert bin, irgendwie ganz besonders gefordert bin, wo man so sagt, du musst dich anstrengen, dann fange ich an zu stottern, um Tricks zu benutzen, um weiter reden zu können. Aber ist das wie so ein Verweigern, dass es weitergeht, oder ist das... Können Sie noch mal präzisieren? Ich habe kurz nur, aber es ist sehr, sehr assoziativ nur gedacht, ja, klar. Dass es ja wie bei so einem Filmprojektor ist, wo das nächste Bild nicht weiterspringt, sondern irgendwie so ein... Ach ja, nein, es ist eine Differenz, es ist da, aber es ist nicht sagbar. Und das ist auch heute, je älter ich werde, fange ich an zu stottern. Und das von meiner Kindheit, das gehört zur Kindheit dazu. Ich glaube schlichtweg, es fehlte etwas in meiner Kindheit, das ist Liebe. Einfach auch jemanden, der einen liebt und der sagt, du kannst machen, was du willst, du kannst immer zu mir kommen oder so. Das hat sehr stark gefehlt. Hat natürlich dann auch sehr stark mein Frauenbild mein Bild zu Frauen geprägt. Ich habe insgesamt viermal, also dreimal geheiratet, jetzt in der vierten Ehe ganz, ganz glücklich. Davor zum Teil furchtbar. Das hängt sicher auch damit zusammen. Da müsste ich tiefer in mich reingehen, um das mal herauszukriegen. Interessiert mich im Augenblick auch nicht so stark. Well. Man erst beim Reden kommen die Dinge. Aber alle meine Träume, das finde ich auch heute noch immer wieder interessant, alle meine Träume sind immer Versagerträume. Ganz merkwürdig. Und dabei ist mein Leben, so wie es gelaufen ist, überhaupt keine Versagung. Aber unterschwellig, im Fluss läuft es immer weiter. Und Sie sagen, ist das auch die tiefgreifendste Prägung, die Sie mitgenommen haben? Wahrscheinlich, vermutlich. Du bist ja zu doof dazu. Wenn man über Kindheit spricht, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig. In seltenen Fällen eben Anerkennung bekommen. Wahrscheinlich Hemmnis und Motor zugleich. Da müsste man länger drüber nachdenken oder herausfinden. Ja, aber sie sind ja praktisch alle tot, über die ich rede, sind alle tot, sodass man jetzt selbst an die Reihe kommt, ne? Und ganz andere Fragen auftauchen. Aber es sind letzten Endes doch wieder dieselben Fragen. Woher komme ich, wohin gehe ich, wozu alles? Das ist meine zentrale Frage geworden, auch in meinen Büchern immer wieder dasselbe. Das heißt, die Frage kommt eigentlich seit dem ersten, was Sie beschrieben haben, seit diesen Bombenangriffen, wo Sie die erste Leiche gesehen haben. Die spielen meines Erachtens eine große Rolle.
Deshalb habe ich mich nachher in der Politologie auch stark, also wenn Sie meinen Bücherschrank da zu sehen, sind immer alles dem Krieg und die Entstehung von Kriegen und die Beendigung oder Nichtbeendigung von Kriegen und so weiter. Naja, aber ich habe in meinem Leben großes Glück auch gehabt. Ich habe dann, wüsste ich, es wäre ein Sonderthema, dann an zu studieren gefangen mit Nachholerabitur. Das habe ich dann nachgeholt, das Abitur. Damals konnte man so den dritten Bildungsweg gehen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Damals dann am Otto-Suhr-Institut, hieß damals noch nicht Otto-Suhr-Institut, sondern Hochschule für Politik, hinterm Rathaus Schöneberg. Und das wäre ein Sonderthema, darüber zu drehen, habe ich die Philosophie Heideggers kennengelernt und habe dann durch ganz bestimmte Konstellationen Heidegger selbst kennengelernt. Und er war so ein bisschen, das spekuliere ich drüber, ich weiß es einfach nicht, er war ein bisschen der Vater auch. Und das hat sich so bis heute geblieben. Und es war gar nicht leicht am Otto-Suhr-Institut, das Wort Heidegger, der ist als Faschist natürlich, ist ja auch gar nicht zu bezweifeln, dass er Nazi war. Und es ist noch nicht, für mich noch nicht ganz geklärt, was eigentlich, ich habe ihn immer verteidigt und tue es auch heute noch. Ein ganz merkwürdiges Verhältnis. Aber das gehört ja eigentlich nicht mehr zu Ihrem Thema. Also, dass dann schon ein junger Mensch heute die Universität besuchend, Kulturwissenschaft gab es damals noch nicht. Das war, die hat eine gewisse Vaterfigur gehabt. Wenn auch tot. Gut, zu Vätern hat man nun mal ambivalente Verhältnisse. Bitte? Zu Vätern hat man ja ambivalente Verhältnisse. Ja, ja. Ja, der spielte dann eine ganz große Rolle mit der, und bis heute, ich lese noch allen Quatsch, den er publiziert wird, ein totaler Schwachsinn, der sich da abspielt. Die Gesamtausgabe ist jetzt über 100 Bände und es sind immer noch 25.000 Zettel da. Man weiß nicht, wohin damit. Dann zu sagen, okay, wir machen eine Gesamtausgabe von 50 Bänden, das reicht ja wohl auch. Der Rest ist im Archiv und jeder kann die einsehen, der promoviert oder was auch immer. Von was für einem Verein kommen Sie denn? Welcher Verlag machst du das machen? Bisher macht das dann nur mein Ich-Verlag. Ach so. Ich mache das, weil mich das interessiert. Ich hatte früher, habe ich in Kreuzberg gewohnt, inzwischen wohne ich im Wedding. Mhm. Und ich hatte eine alte Nachbarin, Frau Gasche, die war Jahrgang 1927. Und die kam jeden Tag. Die hat jeden Tag geklingelt. Die hat, der Fernseher ging nicht, die Waschmaschine ging nicht, irgendwas ging immer nicht. Und sie hat Kontakt gesucht natürlich. Und dann war ich jeden Tag bei ihr in der Wohnung. Und irgendwann hat sie mir, weil ich damals von zu Hause aus gearbeitet habe, mhm. Und irgendwann hat sie mir erzählt, dass sie bei mir in der Küche geboren worden wäre und dass sie in ihrem ganzen Leben nur ein Stockwerk nach oben gezogen ist. Das ist ja bezaubernd. Mhm. Und Frau Gasche war eine ausgesprochen sehr lebenslustige Dame mit einer sehr harten, brutalen Kindheit. Und sie wollte das gerne erzählen. Und dann haben wir uns verabredet, dass wir Karten spielen bei ihr, weil sie gerne Karten gespielt hat. Und ich war mit einem Freund bei ihr. Wir haben Karten gespielt, Rommi. Sie hat uns wahnsinnig betrogen beim Rommi. Das war so ihre Art. Und hat uns dabei ihre Kindheit erzählt. Ah ja, das war ja ein Stichwort für sie. Genau, und wir haben dann mitgefilmt. Also habe ich echt mal die Kamera dabei. Und sie hat erzählt, wir haben Karten gespielt und dann hatte ich das erstmal. Und dann kamen nach und nach andere Kindheiten dazu. Vielleicht habe ich ein bisschen angezogen, mich interessiert das Thema grundsätzlich irgendwie. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Dann kennen Sie auch die Literatur wahrscheinlich ganz gut. Einiges. Wie heißt diese, mir fällt jetzt nicht gleich ein, die habe ich verschlungen, die über Hesse, über die Kindheit jeweils geschrieben hat. Und ich habe im Augenblick den Titel nicht im Kopf. Wunderbare Bücher, weil mehrere Bücher. Sie kennen sie bestimmt. Ich komme halt nicht, also ich. Vielleicht kenne ich es auch nicht. Nicht diese. Das befreite Kind oder so ähnlich. Hm. Ja, ja, das ist aber nicht Kübler-Ross, das ist wer anders. Hm. Kübler-Ross schreibt über den Tod. Ja, Ross, ja. Doch. Ja.
Ich meine, ich sehe das als den Buchrücken vor mir im Bücherschrank meiner Eltern. So. Also das ist ein Buch, an dem ich oft vorbeigegangen bin. Mhm. Und jetzt arbeite ich an einer Berufsschule eigentlich. Ich unterrichte Erzieher. Also ich bin Kunst- und Musiklehrer geworden, mehr oder weniger. Das ist doch schön. Das ist ein wunderbarer Beruf. Das bringt Freude, ja. Also Lehrer würde ich immer wieder spielen. Ich habe auch meine, ich bin ja längere Jahre Dozent an der TU gewesen. Für Politikwissenschaft habe ich das unterrichtet mit großer Leidenschaft. Und ich habe mich immer ein bisschen darüber geärgert, dass man vorzeitig pensioniert wird, weil man hätte noch so viel losgeben können, nicht? Also von sich geben können auch. Gute Lehrer heute sind ja so selten, das hat mich richtig geärgert. Aber nun gut, es ist abgeschlossen. Jetzt unterrichten Sie ja Yoga. Ja, das ist. Aber auch jetzt habe ich aufgehört, die TU-Kurse habe ich eingestellt. Mhm. Also für Anfänger habe ich wahnsinnig gern gemacht. Das ist mir sehr schwer gefallen. Der mittlere Kurs für Fortgeschrittene habe ich nicht so furchtbar dran gehangen, aber immerhin musste mich auch einen Ruck geben und sagen, jetzt Schluss. Das ist mehr von mir ausgegangen, weil ich natürlich viele Übungen nicht mehr machen kann und dann wird es albern, wenn der Lehrer das nicht. Mhm. Und letzte Woche habe ich die Alten aufgegeben. Das sind ältere Mitbürger, die sich gemeldet haben. Das ist ein Experiment gewesen, was sehr positiv gelaufen ist. Dass die ältere Leute noch so im Durchschnitt mit 70 plötzlich auch oft auf die Matte legen und ich sage, heb mal das Bein und heb mal den Arm und dann doch dieses oder jenes, was man dann noch. Es ist erstaunlich, mit welchem inneren Engagement auch die Ältesten da mitmachen. Auch wenn man ihm vor allen Dingen plausibel macht, dass sie hier nichts zu leisten haben. Nicht, dass es keine Leistung ist, sondern einfach Spaß macht. Mhm. Und der eine oder andere auch sagt, ja, ich fühle mich jetzt doch wieder etwas lebendiger und so. Mehr kann man nicht erreichen. Aber der Kurs ist mir schwer gefallen, den aufzugeben. Aber das muss ich dann machen, das hilft nichts. Ja. Ich werde die Vertretung noch machen, ich habe nun eigene Schüler jeweils rein. Also für die Fortgeschrittenen hat die Katharina das und die Maria für die älteren Leute. Der Kurs kommt zu Schördande, das ist ja immer das Komplizierte. Wenn wir erst eine Weile drin sind, dann kommt der schon zu Schördande. Aber zu ganz zum Beginn, man kennt ja die Leute nicht und so, und da zögern die Leute dann. Naja, hier haben Sie weitere Fragen zur Kindheit. Ich dachte, wir sind eigentlich so ganz, ganz rund gekommen. Ich würde Sie hier höchstens noch bitten, wenn Sie ein Bild von Ihrer Kindheit malen würden, wie würden Sie das gestalten? Es wäre der Krieg. Zeigen, wie die verheerenden Folgen von Krieg. Ich glaube, ja, würde ich machen. Fällt mir auch gleich als erstes ein. Dann auch noch etwas, wo ich noch wenig drüber nach, nur jetzt dabei bin, darüber nachzudenken. Was gegenwärtig wird, ich glaube, ist ganz wichtig für gegenwärtig, dass, oder sage ich es mal andersrum, es ist etwas Merkwürdiges, ist, dass wenn ich mit den Leuten sprechen möchte über Altwerden, dass sie dort die Klappe zumachen. Und im Hinblick auf wirklich des Altwerdens tauchen Fragen auf, die vorher noch nie aufgetaucht sind, in ihrer Radikalität. Insofern hat der Heidegger in seiner Zeit vollkommen recht, nicht, dass der Tod ein Existenzial darstellt. Ein Existenzial, das uns herausfordert, eine Antwort zu geben oder nicht zu geben oder geben müssen und nicht zu geben und so weiter. Und da spielt natürlich die Kindheit wiederum eine Rolle. Diese, meine Kindheit, Schöneberg oder Hannover, Schöneberg muss man sagen, es fällt mir eigentlich jetzt auf, dass Hannover und Berlin doch sehr nahe zueinander rücken.
Und da tauchen eben praktisch, ja, wie soll ich das formulieren, kommen neue Fragen oder alte Fragen völlig neu. Das ist besser. Von alten Fragen wird nicht neu. Und was steckt dahinter, dass das meiste Altern zusammenhängt auch mit körperlich gebrechlich werden? Die Hölle der Kindheit vielleicht nochmal durchzuleben oder auch die Schönheit, nur ich kann keine, von der Schönheit in meiner Kindheit keine Rolle spielen, kann ich nicht reden. Und dass das im Alter nochmal, das ist vielleicht ein falscher Begriff, müsste man länger darüber nachdenken, dass man nochmal alles durchlebt, auf eine ganz merkwürdige Art. Aber nicht wie ein Film, sondern ja, wie eigentlich? Ich weiß es nicht. Müssen sie 10 Jahre später kommen. Sie meinen, dass der im Angesicht des Todes die gleichen Fragen neu beantwortet werden, die die Kindheit schon gestellt hat? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber ich weiß es nicht. Der Tod wird immer zusammen abgehandelt in der Literatur, immer im Zusammenhang mit Kranksein. Wenn man die Annoncen im Tagesspiegel und so liest, dann sind wir immer nach langer Tod, nach langer Krankheit, pipapo. Oder nach einem langen Leiden, pipapo. Es scheint relativ wenig Menschen zu geben, die ohne Krankheit gestorben sind, die einfach. Mein zweiter großer Lehrer, wirklich Lehrer im wahrsten Sinne des Wortes, ist Ernst Bloch. Und seine Frau berichtet von seinem Tod, indem er gefrühstückt hat und dann ins Nebenzimmer gegangen ist. Er hat gesagt, ich lege mich mal einen Augenblick hin, Carola. Und sie dann nach einer Weile sagte, da tut sich ja gar nichts. Er ist in mein Schlafzimmer gegangen, der war tot. Man darf aber nicht in den Fehler verfallen, Bloch konnte in den letzten Jahren nicht mehr laufen. Er hat nur noch geschlurft und die Friedensbeirede des deutschen Buchhandels ist mühsam zum Katheder hoch, hat er sich hochgereckt. Also insofern, früher habe ich mal gedacht, Mensch, der hat ein schöner Tod, aber er hat eine große Vorzeigezeit gehabt, wahrscheinlich sehr leidvoll erlebt hat. Heidegger ist mit einem Schlaganfall gestorben. Furchtbaren Leber, fast, glaube ich, eine Leberzirrhose auch. Aber das weiß ich nicht genau, wenn nur mir jemand erzählt, der sei sehr leberkrank gewesen. Aber so ist das Leben eigentlich auf der einen Seite, mit all dem, was man als belastend empfindet, ist auch sehr viel Schönes da. Befreiendes, so. Ja. Würden Sie sagen, in dem Sinne ist die Kindheit in den letzten Jahren noch mal präsenter geworden? Meine Kindheit? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und zwar, sie kommen, wenn sie in diese Situation kommen, werden sie wieder auch abhängig. Und ich wage kaum zu sagen, dass oft die Frau, die Ehefrau, so etwas wie eine neue Mutter spielt. Aber das sind heikle Fragen. Ich dachte, wieder, wenn sie eine geglückte Ehe haben, ist es ja wieder so, dass sie jemanden haben, der dafür sorgt, dass sie regelmäßig die Tabletten kriegen und ich weiß nicht was alles nicht. Sie sind ja vollkommen hilflos, nicht? Darüber wäre nachzudenken. Wie überhaupt alles wird. Sie kommen wieder zu einer merkwürdigen Naivität zurück. Wieder denken sie alles durch. Oder fangen an, die Probleme nochmal durchzuquackeln.
Ich mache ja etwas im Augenblick für mich ganz Spannendes. Ich lese alte Bücher wieder. Mal sehen. Und manches spricht mich an und manches sage ich, wie konntest du davon so begeistert sein? Ja, gar nichts. Es gibt relativ wenig Literatur über das Alter. Also nicht jetzt, nicht die Jugend, vielleicht gibt es sogar über die Jugend viel, viel mehr als über das Altern. Ich habe nur von Simone Beauvoir dieses schöne Buch, wunderbar über das Altern. Dann von dem, wie heißt der, über das Altern von, ist im Augenblick weg. Aber immer im Zusammenhang mit Krankheit. Das ist ja von Cicero. Cicero natürlich spielt eine große Rolle, aber es ist ein ganzes Buch. Amerie. Amerie. Aber auch sehr gestelzt geschrieben. Also ist leider nicht sehr spontan oder so, dass man so von Erfahrung sprechen könnte. Wogegen bei der Bova ist es drin. Ich fand das wieder faszinierend, dass diese Frau diese großartigen Bücher geschrieben hat und auch eins über den Tod. Und bin dann auf eine wunderbare Novelle von ihr gestoßen, Der sanfte Tod ist der Tod ihrer Mutter. Und das ist auch das schönste Buch von ihr. Ich werde heute nicht sehr viel mehr machen, nicht? Als drüber nachzudenken. Wahrscheinlich. Wir sind ja im Zen-Denken ist es ja immer so, dass man die Dinge kommen lässt, nicht? Die lasse ich jetzt natürlich kommen, ne? Das heißt, Sie gucken, wie Ihr Geist sich entwickelt mit dem Ich gucke Thema. jetzt, so was kommt denn noch. Fotografieren auch in meiner Kindheit eine furchtbare. Mein Stiefvater, das fällt mir jetzt dabei ein. Mein Stiefvater hatte eine Kamera. Und ich glaube, er liebte nicht so sehr wie diese Kamera. Und wir Kinder mussten mit ihm dann in den Botanischen Garten gehen und er fotografierte Blumen. Und Mayan und ich, wir mussten nur warten, nicht? Immer stehen. Deshalb habe ich einen Hass gegen das Fotografieren entwickelt. Entschuldigen Sie, dass ich Sie quäle, so gesehen.